Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es sind die letzten Tage meiner Freiheit, bis ich dann ein halbes Jahr wieder ohne Urlaub durcharbeiten darf. Das Wetter wird fantastisch, Sommertemperaturen und ich hatte senile Bettflucht und Sehnsucht, ne? Ich bin jetzt wieder in die Niederlande gefahren. Ja, Auto ist ja ständig startklar, ne? Nach Dronten. Ich erzähle euch immer einen von Kampen und zeige euch das nie, ne? Das ändern wir jetzt heute. Ich hatte mir jetzt hier einen Parkplatz ausgesucht. Ich habe ja schon mal erwähnt, in Kampen ist das immer ein bisschen schwierig mit Parken. Ich habe jetzt hier einen Parkplatz rausgesucht. Hinter mir ist der Klabauterwald. Aber ich glaube nicht, dass ich die Nacht hier bleiben werde. Mal gucken. Wenn nicht, wir haben ja auch wieder Plan B in der Tasche, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir nach Kampen kommen. Und der Wald sieht auch echt toll aus hier. Ja, mal gucken. Wir haben ja Zeit, ne? Kabauterpart, Libellenrufe, Brunnen, Ponyo Naturroute. Süß. Hier ist auch der Start der Drontener Mountainbike-Strecke. Ergo wird hier mächtig was los sein. Da sind schon die ersten Biker. Ja, gut. Das können wir eventuell auf den Rückweg mitnehmen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich in Kampen unterwegs bin, weil von hier bis nach Kampen ist es auch ein Stück. Ich mag Kampen. Also es ist so ein bisschen wuseliger, ist eine größere Stadt. Ist eine ganz alte Stadt, ehemalige Hansestadt mit einem großen Hafen, mal einen Industriehafen oder einen Handelshafen. Alte Gebäude, also da ist so ein bisschen die Zeit auch stehen geblieben. Ja. Jetzt muss ich gucken, wie ich nach Kampen komme. Ich habe gehofft, das steht auf dem Schilder. Ich darf jetzt meine Route ändern. Also, wenn ich zu Fuß von hier nach Kampen möchte, sind es 9 Kilometer. Den Weg muss ich zurückgehen. Durch Kampen durch, da habe ich auch noch eine Strecke. Und der Hinweg ist dann über so eine Bundesstraße. Das ist kacke. Jetzt werde ich wohl doch mit dem Auto nach Kampen fahren. Glück gehabt. Direkt beim Einfahren in den Ort habe ich diesen Parkplatz gefunden. Ich hoffe, der ist auch für alle. Ich muss mir jetzt nur merken, wo ich stehe, ne? Weil ich laufe jetzt noch einen Kilometer in die City. Ja, ich mache mir mal einen Google-Screenshot. Ich kenne mich ja. Jetzt habe ich extra noch mal gefragt wegen dem Parkplatz da vorne. Man weiß ja nie, ne? So Insiderwissen ist gratis. Ich darf da stehen bleiben. Extra mich noch mal informiert. Parkierplatz gratis. Super. Weil es gibt hier auch für alle, die mal nach Kampen wollen, es gibt hier drei große Parkplätze, die gratis sind. Einmal am Rathaus, da kann man 3 Stunden kostenlos parken. Dann gibt es noch einen am Hafen, am Rand vom Hafen, der ist auch kostenlos. Und es gibt eine 2-stöckige Garage, Parkiergarage. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Parkhaus, danke. Parkhaus, wo man auch gratis parken kann, das wird auch überwacht. Da ist eigentlich immer genug Platz, nur es ist für mich immer so wuselig. Also ich merke so, dieses Großstadtleben ist nicht mehr für mich. Deswegen reicht es mir auch heute, wenn ich hier nachher durch bin und dann wieder in Ruhe irgendwo im Wald sitze. Jetzt genießen wir erstmal hier Land und Leute. Hinter mir kann man schon die Kampener Eiselbrücke erkennen. Ja. Ja, dementsprechend ist neben uns die Eisel, ne? Da hinten ist dann das Eiselmeer. Also das Wetter lädt auch schon eigentlich zum Schwimmen ein, ne? Boah, und da sind die ganzen Riesenplätze, diese fetten Segelschiffe und so. Ich mag das. Auch wenn das hier so eher Großstadt-Charme hat. Aber selbst das ist hier niedlich.
war dann eben das Kampener Museum hier, das Stadtmuseum. Stadtmuseum. Wobei hier so viele Gebäude, also ich finde ganz Kampen ist ein Museum irgendwie von der Kulisse. Wenn man sich hier so die Häuskes anguckt. Und auf der anderen Seite hast du dann Eisel. Oh, das ist schon ein Knaller. Und dann so ein Wetter, Leute. Da fahre ich doch gerne noch mal die 200 Kilometer. Dann gehen wir mal Richtung Innenstadt, ne? Gucken, ob ich noch irgendwo Milchkaffee auftreiben kann. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist so wie Fla. Das kannst du in Deutschland kaufen, schmeckt aber nicht so wie hier. Hm? Hallo, in Coffee verkehrt mit Sauka. Coffee verkehrt? Jawohl. Danke. So, kriegen wir jetzt endlich unseren Kaffee und danach geht es auch schon Richtung Schlafplatzsuche. Ne? Es werden wohl wieder die Wehren, Freunde. Hier gibt es keine abgelegenen Parkplätze oder keine Stellplätze am Wasser, wo ich mich niederlassen kann. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Aber da, wo wir letztes Mal waren, war es auch schön. Ne? Nehmen wir. Ist hier sensationell. Ich bin hier heute RTL 6. Sind wir wieder, aber ich bin nicht alleine. Sieht mir so aus, als ob hier welche mit den Kanus fahren. Ich hoffe. Herzlich willkommen zu Kams chaotischem Kochstudio. Wer kennt's anders? Keiner, also bitte. Heute gibt's Gemüse, Couscous, alles, was ich noch so im Kühlschrank hatte. Jo. Ich bin immer noch nicht alleine, aber ist mir jetzt egal. Ihr wisst es, mein Magen ist das egal. So, ich muss nur wegen dem Wind den Kocher jetzt hier hinstellen. So, let's fetz, let's cook. So, ein bisschen Öl. Ein bisschen. Oh. Ist die Figur es ruiniert, ölt es sich ganz ungeniert. Irgendwie sowas, ne? Jetzt habe ich hier gleich alles voll. Zwiebelchen habe ich geschnitten, die kommen da rein. Ein bisschen Knoblauch. Ja, so garantiert ist, dass heute Nacht kein Besuch kommt. Oh ja, das Öl ist heiß. Jetzt schneiden wir noch Paprika und Tomaten und braten da gleich nur so ein bisschen mit an, ne? Paprika, Tomaten dünste ich kurz mit an. Dann Tomaten, stückige,
passierte, was auch immer, stückige Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Paprika, Chili. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Schafskäse rein und wichtig, immer ein Dunkelbier dazu, ne? Ach, das ist jetzt schon alles, ne? Ja, auch wieder schnell, easy, aber geil. Et voilà. Fertig. Auf euch, auf den Urlaub, auf dass er niemals enden möge. Oh. Mm. Wer kommt denn da? Hallo? Die riechen, dass ich gekocht habe. So. Warum sieht das eigentlich immer aus wie Sau, wenn ich irgendwas mache? Also ich habe jetzt keinen Couscous reingemacht, weil dieses Portionchen hier soll reichen. Auch mir. Ich habe nur keinen Nachtisch. Scheiße. Das ist so lecker, wer auf Tomate steht, ne? Und wer Fleischesser ist, macht sich da noch Gehacktes oder sonst was rein. Da bin ich raus, da habe ich keine Ahnung von. Test. Aua. Multa bene. Total vollgefressen, machen wir jetzt noch einen kleinen Verdauungsspaziergang. Vielleicht gleich noch ein bisschen durch die Wehrrib, ne? Ja, ist immer schön hier. Aber vor allem möchte ich zu dem anderen Parkplatz, der ein wenig weiter entfernt ist, aber gut, mein Gott. Kommen wir heute auf Ü20 Kilometer, macht ja nichts. Aber dieses Gestinke hier drin, da sind ja noch ein bisschen Knoblauchreste und Zwiebeln drin. Zwiebelschalen, da tue ich mir heute Nacht nicht an. Das reicht schon, wenn ich stinke. Ich gehe mit meinem Müllsack, weil der so schön nach Zwiebeln stinkt. Das Haus, das möchte ich kaufen, wenn die Bank die Kosten übernimmt. La 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 la. La 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 la. Dann suche ich mir hier Arbeit aus Verkauf mit der Werkstatt. Kein Problem. Ich bin nicht te out te lehren. Oh. Ja, das ist schön. Genau, dann monetarisiere ich erstmal hier YouTube und sack mir die 20 Euro im Jahr auch ein. Habt da mal ein bisschen Werbung am Start, ne? Obwohl, das ist das Lustige. Ich habe vor so vielen Videos Werbung. Das macht YouTube einfach von sich aus, ne? Sagenhafter Himmel, oder? Wahnsinn. Uff. Ja, das Bild ist jetzt auch sagenhaft. So, ich bin gleich da. Guck dir mal den Hintergrund bitte an. Das sieht ja aus, wäre ich da reingeschnitten worden, oder? Liegt das daran, dass ich keine Brille trage? Wie geil ist das bitte hier? Oh, hier. Ich serviere euch den Himmel auf dem Tablett. Boah, jetzt heißt es Daumen drücken, dass nur noch mein Auto da steht. Fingers crossed. Das Daumen drücken hat geholfen. Das heißt, ich werde jetzt mein Auto umsetzen. So wie beim letzten Mal. Oder ich bleibe da hinten, da ist es nicht so windig.
Meins! Meins! So, jetzt heißt es Autsch. Erstmal Autsch und dann im Dunkeln mein Bett aufbauen. Mein Rücken ist immer noch nicht gut. Ah, ich habe jetzt Massage verschrieben gekriegt und Fango. Geil, ne? War was Schönes. So. Ah, ich freue mich. Ach so, erstmal den Sitz hier machen, ne? Ja. So weit nach vorne, wie es geht. Schrauben in den Mund. Ich will nichts, weil ich nicht im Rende. So. Das muss ich ein bisschen nach hinten schieben, das ist durch die Fahrt. Ja. Es geht eigentlich ruckzuck, wenn ich mich nicht selber mit der Funzel blende. Oh, Vögelchen. Bin ich jetzt drin? Nö. Drin. Dann mein schmuckes Polster auslegen. Bosch. So. Die Mücken schön reinlassen, weil das Licht hier rein scheint. Das ist super. Ja, so macht man das. Das ist professionelles Aufbauen hier. So. Ich glaube, die Decke brauche ich heute Nacht nicht. Leck mich im Füßchen, ey. Decke lege ich erstmal zur Seite. Das ist ja 24 Grad oder was? So, finito. Meine Kleiderbox wieder als Kopfkissen, ihr kennt's. Wo ist er? Das war's. Auto ist zu. Jetzt muss ich oben noch ein bisschen nach oben zuppeln. Das kann ich aber von innen besser machen. Ja, dann ist die Bude fertig. Alto Belli. Das ist heiß. Leck mich in den Tisch. Ich habe jetzt hier alle Fenster schon aufgemacht. Wow, und ich werde nur in der Wolldecke schlafen. Ich liege auf dem Schlafsack. Das ist etwas krass. Geil. Die Gardinen habe ich diesmal nicht ganz so dicht gemacht. Egal, ist auch egal. Also kann ich nach draußen gucken. Also das wird morgen früh hier alles Beschlagen des Todes sein. Oh. Oh. Aber gemütlich, immer wieder gemütlich. Also tolle Konstruktion, ehrlich. So, Freunde. Ohne Brille kann sie nie lesen. Ach, jetzt sehe ich erstmal hier Friseurchen wieder on point. Egal, das wird morgen früh noch schlimmer. Wir werden von Stunde zu Stunde schöner. Puh, nee, ich muss hier irgendwie nur Luft reinkriegen. Alto Belli, hätte ich das gewusst, hätte ich einfach nur einen Trägertopf mitgenommen. Konnte ja keiner ahnen, ne? Aber ich finde es ja geil. So, good night, friends. Ich drehe euch nochmal hier, ne, um meinen Luxusloft zu zeigen. So, jetzt nochmal, boah, das Ganze mit Videoleuchte. Guten Morgen. Oh, es wurde doch noch recht frisch heute Nacht. Ich habe mich dann nochmal in meinen Schlafsack eingemummelt. Der Nebel des Grauens ist aufgezogen. Schön. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Es ist 7 Uhr durch, aber ich wollte vorher nicht aus meinem
Loch raus. Wie ihr seht, es gibt nicht viel zu sehen. Aber so haben wir wieder gut geschlafen, ne? Mega. Wo merkt ihr was? Es ist nach 7. Und was hört man hier? Hinter mir ist die Straße, ne? Die einzige Straße, die da hochführt. Fertig. Es ist, wow, schon 9 Uhr. Wow. Wir fahren jetzt noch zum Klo. Unten zum Klohaus. Einmal Toilette, ne? Einmal richtig nochmal aufs Klo gehen. Mit. Das hört sich jetzt bescheuert an. Ich meine jetzt nicht immer nur im Busch pinkeln, ne? So. Und dann war eigentlich gedacht, dass ich wieder nach Hause fahre. Jetzt bin ich aber hier und ich bin auf Sightseeing-Tour und ich will euch ja auch so ein paar schöne Plätze zeigen. Ich habe mir überlegt, wir fahren noch weiter ins Friesland nach Lemmer. Lemmer war ich schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da aussieht und wie es da auch mit Parken und Anfahrt ist. Ich lasse mich überraschen. Ich bin da ja arschspontan. Es war früher so, dass man da sehr viel Deutsch gehört hat. Also Lemmer war für mich immer so die Stadt der deutschen Niederländer. Ne? Mal gucken, ob sich das geändert hat. Ist auch eine schöne Hafenstadt. Oder am Strand, am Eiselmeer, ist am Rand vom Eiselmeer. Das habe ich noch so mit einer Schleuse. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Deswegen wird es Zeit, dass wir diese Erinnerung mal wieder auffrischen, oder? Let's fetch! Jetzt sind wir einmal hier. Komm, Tank ist voll. Nach meinen Spritpreisen kann man das mal machen. Komm. Der war scheiße. Wir sind angekommen im Regen. So, das ist ganz schön tricky hier. Musst du jetzt gerade wieder fragen. Da, wo ich stehe, ist eine blaue Linie. Die heißt, ich darf dafür 2 Stunden stehen. In der Mitte der Platz, da dürfte ich länger stehen. Aber ich sag mal, 2 Stunden reichen. Weil ich habe mitten im Geschehen geparkt. Ich bin direkt an der Front. Ich versuche jetzt gerade, mich irgendwie zu erinnern, wo ich hier damals so rumgecruised bin. Keine Ahnung. Aber ich sehe schon mal Wasser. Immer gut. Ist doch schon wieder niedlich, oder? Ich habe das auch so in Erinnerung mit so Grachten, dass das so ein bisschen aussieht wie Klein Venedig. Mal gucken, ob wir das finden. Und aufs Eiselmeer können wir auch irgendwo gucken. Haben wir all diese schönen kleinen Boutiquen hier. Ja, hier gehe ich auch gerne durch die Innenstädte. Zu Hause, da kriege ich hektische Flecken. Ah, damit ist hinter mir schon die Schleuse. Boah, ich erkenne hier kaum was wieder, echt. Egal, ist schön. Rundreis. Auch immer so süß, wenn hier die Glocken klingeln. Spielen immer schöne Musik. Ach, ich mag alles hier.
hier, guck dir das mal an. Dann guckst du hier auf den Hafen. Da würde es mich auch nicht stören, in der Innenstadt zu leben. Jetzt geht's zum Strand von Lemmer. Ist da ein Fleck drauf? Das ist alles so. 350 Meter. Sorry, ist alles so beschlagen, weil alles so nass war im Auto. Ja, kommen wir jetzt zum Strand von Lemmer. Hier kann man auch kostenlos parken, sehe ich gerade. Aber ich liege ja gut auf der Route. Und ich sag mal, 2 Stunden reichen. Ich habe eine 4-Kilometer-Route. Will noch frühstücken. Ja. Guckt euch mal diesen Ausblick an, da hinten, am Horizont. Oh, das muss. Und damit herzlich willkommen am Eiselmeer, da hinten. Grandios. Hallo. Wenn einer ein bisschen Kleingeld übrig hat, ne, das Schiffchen ist zu verkaufen. Boah, was hier überall für Pötte wieder stehen. Hammer. Ein Croissant mit Kaas und ein Kaffee verkehrt mit Zauka als Stift. Super! So, Frühstückszeit, Freunde. Ich habe jetzt noch 1 Stunde 10 Minuten, bis mein Auto da weg sein muss. Ha, egal. Rüstig bleiben. Mahlzeit! Mahlzeit! Und good life, Leute! Das war lecker, witzig, war um mich herum, waren wirklich nur Deutsche. Ich habe mich mit einem kurz unterhalten, er sagte auch, also hier gerade im Sommer sind 80% Deutsche. Ne? So, jetzt müssen wir unser Auto wieder finden. Ich habe noch, ja, 45 Minuten. Gehen wir hier noch ein bisschen drüber. Süß hier mit den kleinen Grachten, ne? Links und rechts wohnen die und haben die Geschäfte. Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. So, da sind wir wieder in unserem wandelnden Schlafzimmer. Ah, war dort schön. Ey, das waren jetzt nur 2 Tage, aber was man alles gesehen hat und mitgenommen hat, das ja, fühlt sich dann viel länger an und schön.
Hat sich gelohnt. Ich habe Spaß gehabt. So, jetzt muss ich gucken. Ich habe wieder alles gefilmt, was ich daraus für ein Video nehmen kann. Weil ich finde ja alles schön. Und wenn es eine doofe Möwe ist, die auf dem Pöller sitzt, die feiere ich, ne? Vögelchen und so. Ihr Lieben, das sind dann jetzt 260 Kilometer nach Hause. Bestimmt egal. Aber von diesen Reisen zehren wir. Ihr Lieben, geht raus. Bewegt euch. Genießt die Natur. Fahrt in die Niederlande. Wunderschön hier immer wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Oh, ich brauche erstmal Navi. Navi, Navi. Ohne Navi geht hier nichts. Obwohl. Oh, nee. Komm, komm. Das riskieren wir nicht. Muss erstmal hier rauskommen. Der Dicke neben mir. Hier ist Rush Hour. Freunde. Ah. So, ich könnte die Kamera mal ausmachen, ne? Oh. Hehehehe.